Ein herzliches Willkommen zu einem kleinen Horror-Night, Horror-Abend-Stream. Wir spielen Resident Evil 2. Wir haben zwei Stories, einmal von Leon und einmal von Claire. Ich denke mal, das ist der Beginn. Mit dem Sound werde ich nochmal gucken, wie das alles ist, ob das passt. Ich kann leider nicht in HDR streamen, Twitch supportet das nicht. Okay, ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Ach, das war der LKW-Fahrer. Es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du in Tuss? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich hab okay. Gesehen, yo, die Arme. Wer stirbt? Du musst stark bleiben. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher. Ja, das ist traurig. Ach komm schon, wurde gerade gut. Kurz Hände gewaschen. Oh nein, jetzt kommt. Oh, ich sollte mal schlafen. Scheiße! Ich jo. Okay. Tschüss. Nein. Nein. Das muss schlimm sein. Was soll ich tun? Na super, oh nein. Die sah nicht wie ein Zombie aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, da ist er, der Leon. Stimmt, das war ja sein erster Tag im LPD. City Police Department. Das war die Tankstelle. Ich erinnere mich. Niemand da? Ja. Komisch. Das ist schon, wenn man sich das mal vorstellen kann, ich glaube, ich muss die Sensitivity anpassen. Gucken wir mal. Stimmt, der eine wurde ja auch gebissen, Hallo? Der eine Polizist. Irgendjemand da? Hier stimmt was nicht. Das hast du, Genau, wir müssen da hinten einmal hin. Alles in Ordnung? Bleiben Sie da. Ich komme zurück. Oh oh. Komm runter. Officer, soll ich helfen? Oh nein. Oh oh. Mm. Oh. Boah, muss man, stirbt man da nicht? Och nein, dieses Bild. Ich erinnere mich, ganz kurz zur Info, ich erinnere mich an dieses Bild von diesem Gesicht, wo er diese Halsstücke da, ich denke mal sehen oder so, war das im Mund hat. Oh mein Gott. Alter, ja. Und jetzt kommen noch mehr. Oh, okay.
da kurz eine Antwort gegeben. Ja, gut. Oh mein Gott! Das kann nicht sein. Digga, ich hab die fünfmal in den Kopf geschossen. Sollten Zombies nicht eigentlich stehen. Digga. Oh mein Gott, der Arme. Oh mein Gott, diese Sensitivity, ne? Oh oh. Hey, was soll denn das? Stimmt, ich glaube, das war so, dass der Polizist das noch gerade so geschafft hat, die Tür zu schließen. Habe ich Licht ausgemacht. Was zum? Oh oh. Oh mein Gott, wir müssen weg. Wir müssen zu. Hier kommt gleich Claire. Da, Claire. Nicht schießen. Runter! Oh mein Gott. Claire. Ja, denke schon. Danke. Mal kurz gucken, ob der Ton passt. Hat jemand reingeschrieben, dass der Ton leise sein soll. Warte mal. Gucken wir mal. Sollte passen. Hey. Oh mein Gott. Los jetzt. Ach, geil. Aber das ist jetzt... Oh, das ist gar nicht unser Wagen. Schade. Isolieren's. Da, Home of Umbrella. Die Penner. Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein, ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Auch gut. Welcome to Raccoon City, home of Umbrella. Resident Evil ist so geil. Ich werde das nicht überspringen. Das ist. Ich fand die Filme mit Mila Jovovich, Jovovich, oder? War richtig, weiß ich jetzt nicht. Fand ich auch. Also viele haben ja gesagt, das hätte. Ist klar, es hat nicht so viel mit den Spielen zu tun. Aber ich fand die auch echt geil. Und. Achso. Ich fand die Filme auch sehr nice und die alten Games. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden allen Bedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden. Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Gleich kommt noch der Truckfahrer. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Die haben Hunger, die Boys. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Oh mein Gott. Leon, auch gut.
glaubt unter dem Gewicht. Oh, da kommt der. Ja, der ist nämlich auch gebissen worden, ja. Heilige Scheiße. Claire, steig aus. Steig aus, jetzt! Ich kann nicht. Huch. Festhalten! Hörst du jetzt sagen, hey? Ja. Ich find's ja krass, wie, also ich meine sowas, ich hab da mal, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, tschüss. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, habe ich mal gelesen. Also so an sich, Zombie-Viren gibt's ja nicht, aber es gibt ja zum Beispiel sowas wie Tollwut. So, das verändert einen ja auch richtig, so. Stellt euch mal vor, sowas ähnliches gäbe es. Halt auch, dass es so zombie-mäßig wäre. Könnte ich mir gar nicht vorstellen. Im Sinne von, falls sowas geben würde, ich hoffe, das wird nie ausbrechen oder so. Aber ihr wisst, was ich meine. Jo. Ich muss weg hier, ist nicht sicher. Geh schon weiter. Wir haben Fans. Wir sind bekannt. Ich komm hin. Das reinste Chaos. Ich glaube, ich spiele sogar gleich mit Raytracing. Ich guck mal kurz. Wäre aber irgendwie cool, I guess. Meinst du, wenn so ein Zombie-Virus existieren würde? Ja, aber... Digga, einfach so ein Swatty. Aber dann wäre das Problem... Ja, das Problem ist, du wirst gefressen, ich werde gefressen, alle werden gefressen, so mäßig. Also, man, es gäbe, wovon man sich trennen müsste, wäre Insta. Und das geht gar nicht. Nein, Spaß. Da ist sie. Die Polizeistation. Da ist sie. Genau. Oh, fuck. Ist das hell genug? Guck mal, seht ihr hier alle Zombies und Co.? Oh mein Gott, wir haben gar keine Munition mehr und ich versuche hier zu zielen wie so ein Depp. Oh nein, da war das ein Kind. Habe ich das gerade richtig gesehen? War das ein Kind? Ja, ist gut, perfekt. Oh mein Gott. Das kenne ich noch aus Z-Nation. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. Auf Netflix, Z-Nation am Anfang. Das war ein Schulbus voller Kinder, die alle infiziert wurden und zu Zombies wurden. Das fand ich so traurig. Vor allen Dingen, weil es Kinder sind. So. Hallo? Ist irgendjemand hier? Mhm. Ist auch Audio, passt so alles, bin ich nicht zu laut, zu leise, Game leise, oder zu laut, oder? Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus, steht hier drin. Nein, passt alles, okay, perfekt. Warum steckst du dann auch die Waffe ein? Schieß doch! Hä? Also das verstehe ich manchmal nicht bei denen, ne? Warum schießen die nicht einfach... Also, warum hat er nicht geschossen? Sollte den Typ suchen. Einpass. So, gucken wir mal. Schreibmaschine. Stimmt, das war Speichern. Machen wir erstmal. Ach gut, die Schlüssel brauchen wir ja. Gut, wir haben schon mal Muni. Ammunition. Ist das eine Granate? Ah, ne, erste. Okay. Okay, wir müssen am besten erstmal Munition finden. Ich weiß, dass es da vorne gleich in die Tür reingeht. Aber Ammunition ist wichtig und richtig. Weil sonst kommen wir hier schlecht weiter. Gucken wir mal. Ja, super. Sieht sehr vertrauenserweckend aus. Ich würde da auch sofort reinrennen, ne? Mit offenen Armen. Alle Zombies empfangen. Okay. Gut. Ich habe 5 Nachrichten. Köstliche Seiger, da reden wir nochmal drüber, über eure Chats da. Aha, ja. Okay, gut, eine Sicherung brauchen wir. Boah, diesen Griff, ne?
Schau lieber nicht nach. Doch, habe ich schon. Also, geil, geil. Kommt bald Gefängnis, ja. Oh mein Gott. Ich will zum Presseraum. Hier ist der Presseraum. Den haben sie aber da neu geaddet. Also zumindest, ich habe ja die Demo gespielt. Ah, guck mal, moin. Ah ne, der war schon da, stimmt. Stell mal vor, man sitzt hier so, sagt so, hallo, wir sind besser als Deutschland. Nein. Und dann auf einmal kommen da so Zombie-Horden rein oder so. Hier noch so eine Kamera. Guck mal, sowas wäre dann völlig, weil wenn eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist, dann ist es so, dann wird die Welt, da wird sowas selten sein. Oder sowas davon. Es wird zwar da sein, oder so Strom oder so. Gut, das noch, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Sowas wie Handy und so natürlich gar nicht. Und für viele von uns ist Handy natürlich, oder ist Handy einfach, ja, wie kann man sagen, Leben würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Halt einfach sowas wie TikTok schauen, einfach wenn einem langweilig ist oder so. Gehe ich da rein oder gehe ich da nicht rein? Auch gut. Achtung, will ich da reinschauen? Okay. Ich weiß, dass hier gleich... Also das Level habe ich schon mal gespielt in der Demo. Hier kommt nämlich, soweit ich weiß, noch kein... Oh. Ganz kurz zur Info für alle, die das nicht sehen können. Er wird gleich, seine gesamte untere Hälfte wird abgefressen. Das heißt, dort hängt sein Darm raus, da hängt seine ganzen, wie heißt das, Gedärme oder so? Also halt alles Innere hängt da raus, ne? Nur zur Info, falls das jetzt jemand nicht sehen kann. Wollte ich nur sagen. Da hängt jetzt alles raus, ne? Deswegen. Ich hab euch gewarnt. Wollte ich ja nur gesagt haben. Oh, ja. Boah, ey, wollt ihr noch mehr das zeigen? Und jetzt kommt noch ein Zombie durch die Tür. Ach, Digga. Was ist mit den Entwicklern? Ehrlich. Gucken wir mal. Ah, guck mal, Way Out. Statue. Ah, da geht's runter. Ah, in Pa. Oh, okay. Ja, da müssen wir Finger. Ah, ja. Jetzt. Ja. Jetzt. Jetzt traue ich einfach, eine Menschenseele ist. Digga, was geht mit dem eigentlich da drüben ab? Da kommt einer noch durchs Fenster. Wenn ich weitergehe, glaube ich, ja. Scheiße! Verpiss dich! Da kommt noch einer raus. Ja. Die sind überall. Ich weiß nicht. Ah ja, da war noch so ein fetter Polizist, ja. Ja. Weg, weg, weg. Oh nein, jetzt hilft uns aber noch einer. Aber irgendwie nutzt das Gehirn schon so ein bisschen. Oh, einmal weggucken, falls jemand das wieder nicht sehen kann. Weil der drückt den Kopf so. Ja.
Ich sag das am besten lieber davor, weil es gibt manche, die... Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht... Hier. Auch gut. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Ein Ehrenmann. Du brauchst das. Lol. Ich dachte erst, das ist eine Pump, aber das ist ein Messer. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst das. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Ja, da haben wir ein Kampfmesser. So, wenn ich Leertaste gedrückt hätte, ne? Ja. Speichern wir nochmal. Perfekt. Jetzt müssen wir da lang und dann haben wir jetzt gleich unsere nächste Zombie-Begegnung. Ich habe nur die RPD-Demo gespielt, das heißt, ich weiß nur von den Sachen, die hier drin sind. Sonst kann ich euch, oder kann ich nicht vorwarnen, falls irgendwo ein Gehirn zermatscht wird oder so. So hatte ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Ja, Mensch. Grünes Kraut, könnte man auch falsch verstehen. Das Munition, ja genau, da müsste noch Munition sein. Das ist dieser Wartraum, ne? So. Jetzt wird's interessant, Leute. Der hinten, weiß ich, der hat sein halber Mund ist zerfressen. Digga, einfach verbarrikadiert, der. Ganz kurz, das ist überall so, dass dieses Ding darunter fällt. Ganz kurz, das könnte ein bisschen ekelhaft erscheinen, da ist die gesamte Gesichtshälfte aufgeschnitten oder aufgegessen. Boah. Oh, ey. Willst du es noch weiter hängen, ehrlich? Ich meine, ich kann es zwar sehen, aber es ist schon ekelhaft. Da baut sich so ein. Der fällt runter, der Penner. Auch nicht. Oh. Ist sein... Ah. Ich frag mich, wie er da oben hingekommen ist. Na, dafür brauchen wir einen grünen Schlüssel, ne? Ja. Oh nein, wir können das leider nicht verbarrikadieren. Hier kommt gleich ein Zombie rum, das weiß ich. Entweder da oder... Na... Da ist einer am Fenster, ja. Komm!
Immer schön hinter angucken, ne? Ich glaube, wir müssen näher ran. Was zur Hölle? Für den taktischen Vorteil? Oh, die haben das verbogen, lol. Die haben einfach alles verbogen. Ja, Digga, willst du mich verarschen? Oh. Hast du gerade mein Messer an die... Digga, die hat einfach... Ah, okay, danke. Ja, guck mal, er hat schon die Hälfte an HP verloren. Wow. Das ist eine Kunst, ehrlich. Oh nein, ich kenne die Location. Also den Spot meine ich. Na super. Ich weiß, wie gleich sogar, da müssen wir da oben durchs Fenster gleich. Aber hier gibt es, glaube ich, auch noch einen. Ja, da oben müssen wir durch. Ich weiß nicht, ich glaube dahinter war... Ah, Aufgabe-Ausrüst haben wir in ein paar Schussmittelkampf eingerichtet. Der Führer hat uns Minder nach angegriffen und dabei einen Beamten getötet und drei wird fällt. Schnell gefesselt, 5 Monate auf Kosten nachstürzen, die Nerven durchgegangen. Tschüss. Ein Mob hat die Pulse gegriffen, aber mehr Autos auf jeden Fall angewendet können. Sicherheitstür flüchten, wir sind ja auch umzingelt. Ach, die waren in der Mitte. Im Westfall-Pulse ist es gegen aus dem Angriff gekommen. Dabei stammen 12 Personen, es ging immer. Da gibt es Chaos. David Ford. Ah, guck mal. Tschüss. Genau, hier waren wir. Schon. Also hier vorne, meine ich. Oder? Ja, warte mal, wir sind da Raum. Hier, Raum der Wache, da waren wir. Hier gibt's Toiletten, Erste Hilfe, Spray, Pausenraum. Genau, wir sind jetzt hier. Wir gehen gleich. Hallo? Wir gehen gleich hier durch die durch, dann hier und dann erstmal zum Schießfächerraum, weil da gibt es Munition. Das Problem sind, hier sind 1 bis 2 Zombies. Dann gehen wir ins Büro. Da weiß ich, dass da auch Zombies sind, entweder 1 oder 2. Ich gehe wieder, aber es war cool. Jo, danke, ciao. Ich strömme mich hier weiter mit dem Zombies rum. Okay, wir haben keinen Bolzenschneider. Okay, let's go. Ah. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier gleich einer von hinten kommt, wisst ihr? Oder er einfach wieder aufsteht. Wohin mit ihm? Ist er tot? I don't know. Also, okay. Ah, ja, das war dieses 09010102, ging, glaube ich, gar nicht, ne? Nee, da mussten wir die Dinger finden, 1-0. Alles mit 2 und 3 ging nicht, ja. Also 106, 109.
106. Aua. Huch. 109. Ja, Premium. Premium, prima, ehrlich. So. Hä? Ein Film? Okay, toll. Genau, dafür brauchen wir eine Karte. Ach, für die Pump. Da ist er, ne? Ach, der ist durchs Fenster gekommen, ne? Okay, ja. Digga, wo geht er denn hin? Nach Amerika. Verdammte Scheiße. Wohin mit dir, ja? Hä? Noch ein zweiter. Oder war das der? Ich glaube sogar, das war der, lol. Da kann das sein, dass der rausgedingst ist. So. 208. Ah, das geht auch nicht, lol. Digga, wenn der Typ wieder aufsteht, ne? So, auf der Schüssel befinden, einen Tasten von Ersatzzelle besorgen. Der Dreckskerl. Auch gut. Auch geil. Der ist wahrscheinlich da drüben. Okay, wir haben noch insgesamt 20 Schuss. Ich weiß, dass... Schießpulver. Pistole, zweimal Schießpulver, finden Munition. Okay. Töser wird langsam die Munition knapp. Sind ein bisschen Schießpulver klug ein. Ich weiß, dass der lebt, wenn wir einmal. Ja. Und dann müsste noch ein zweiter leben irgendwo. Digga, wie er aussieht, ja, wie so ein. Drei. Ich zähl mal so die. Hier. Vier Schüsse, okay. Der lebt noch. Digga, er sagt, hi. Hä? Welcome, Leon. Oh nein. Die hatten so eine richtige Party, sag ich mal, vorbereitet. Oh nein, das ist... Das waren seine... Stimmt, das waren seine... ehemaligen Arbeitskollegen. Ich glaube, der frisst gerade einen anderen Zombie. So, Leon S. Kennedy, sie bekommen ja erst fast besonders ihr Auftrag, öffnen sie ihren Schreibtisch. Das versteckt sich in den Initialien unserer Vornamen. Geben sie eine Buchstabenreihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei Schlösser... Ein pro Schreibtisch, seit öffnen sie bei dir. Ich hab selbst gemerkt. Oder für Erfolg, Leon. Es kann mich mal abfordern. Aus Gott eine direkte Antwort aus, sondern. Naja, in der Ecke zwischen Blutflecken gekritzelt. Sei froh, dass du nicht hier bist, Anfänger. Habt ihr das gerade auch gesehen? Ja, gut. Ich glaube, da kommt gleich noch einer. Erschreck mich doch nicht so. Was ist mit dir? Ja, komm rein. Hier, das ist meine Party, ja. Ach, das war... Das ist der... Digga, der ist wieder aufgestanden. Du willst mich doch verarschen. Der ist jetzt wieder aufgestanden, den wir gerade gekillt haben. Dass durch die Schüsse nicht 10.000 andere angelockt werden, ne? Wir haben noch 12 Schuss.
Lass uns. Der lebt auch noch. Wetten. Ich jetzt einmal hier so rübergehe. Noch nicht. Ich bin mir gerade unsicher, aber egal. Kombination. Hey, lol, den kann man ja easy knacken, oder nicht? So, wenn man hier die... Weiß nicht, ob ich gerade ein zu viel gedreht habe. Okay, lassen wir es mal mit dem... probieren. So, in der Reihen... Was ist mit dir, Digga? Jetzt mal ernsthaft. Diggi, ich habe in dich schon 10 Kugeln reingeballert, ehrlich. So, in der Reihenfolge. Ah, hier ist unser Tisch, oder wie? Einsatzbericht. So, drei andere übrig. Keine Waffen, keine Munition. Zu viele Scharmützel. Und zu viele Scharmützel haben uns geistig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliehen. Hier soll es ein Zeit des Museums geben. Ich habe ja vorher abgelehnt, keine gute. Ach, das war der. Ach, das war der, der gestorben ist. Unser Tisch war hier vorne. Glaube ich, oder? Ah, nee. Namen unser. Also der Vorname. N. E. Auf dem Boden lag der, glaube ich. Oder? Ah, nee, N-E-D. N-E-D oder D-E-M? Ich glaube, D-E-M war es. Oder? Nee, N. E. D. Yes. Warum haben die nicht aber die Munition daraus genommen, hä? Also, da war, glaube ich, eine Munition drin. M. R. Ich glaube, B, oder? M. R. G. Okay. M-R-G. Prima. Perfekt. Erweitert das mal. Ach so. In der Demo war da Munition drin. Oh. Ach, guck mal. Oh. Hey, lol, da hätte man ja reingucken können einfach. Egal. Du willst mich verarschen, oder? Ah, der ist es diesmal. Ja, ich wusste doch, dass du noch wach bist. Zeit für dich ins Bett zu gehen, Alter. Ernsthaft. Für die 24 Personen. Ah. Nice. Ah, lol, wir haben 20 Schuss dazu bekommen. Das ist cool. Digga, du willst mich verarschen, ne? Scheiße! Boah! Oh! Digga! Wie random war das denn? Ich glaube, ich war nicht zu laut. Also, mir reden. Muss das noch gucken, wie ich das da... Dann müssen wir wohl zurück, oder gibt's hier irgendwo... ja, das Problem ist, wir haben ja die... Ah, Tresor. Ach so, vielleicht gibt es hier irgendwo den Code. Leon S. Kennedy. Vielleicht gibt es irgendwo den L. Nee, doch nicht. Muss es doch irgendwo den Code geben, oder? Oder lass uns mal hier vielleicht gucken, vielleicht... warte mal. Haben wir hier... Ah, Notizen. Nee. Boah, sogar sein Kopf ist einfach explodiert. Der arme Junge. Ist das Büro vom Sergeant, Captain? Also nicht. Jojo. Ah.
Oh Gott, segne dich, ne? Ehrlich. Hier muss es doch irgendwo, warte mal. Ich google mal. Sollte man nicht machen, aber... Neun, okay. Warte mal. Ah, nee, warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und okay. Ach so, ich muss es. Ah. Oder wie? Ja, ich, also, weil ich nämlich, glaube ich, nämlich der Schlüssel ist da drin. Eingangszelle in der Polizeistation im oberen Stockwerk finden. Nee, ich... Ah, Westseite 1, da findet Polizeistation linkes Schloss. Ja, genau. Inhalt des Schranks. Weiter das Tresor, da. Wo ist denn da der... Was ist denn da der Inhalt? Warte mal. Findet ihr einen weiteren Tresor? Er rollt sich die Akte im Stars-Büro auf zwei Level. Ach so. L9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder ist das 9 nach da gemeint oder wie? Dann nochmal links 7. Digga, warte mal. Ach nee, das ist nur eine Gürteltasche. Ach so, okay, ja, das brauchen wir nicht. Ich dachte, das wäre der Schlüssel, aber nee, anscheinend nicht. Gut, dann müssen wir so einmal zurücklaufen. Oder nee, warte, wir könnten ja noch... Aha, Dunkelkammer, da müssen wir dann einmal hin. Zu dem einen Dude. Aber da ist ein Gitter davor, okay. Ja, das wird interessant noch. Ah. Zwei Pflanzen. Gemischter Kraut. Ah, da können wir verbarrikadieren, I guess. Heilung wird vollkreuzt. Ach so, ja, stimmt, die konnte man als Dings nehmen. Was ist die Dunkelkammer? Wisst ihr das? Zufälligerweise, meine ich, also. Ja, der kommt mal hier, den Schlüssel, den können wir doch wegwerfen, den brauchen wir ja nicht mehr. Ja, perfekt, prima. Kombinieren. Oh mein Gott, ja, nice. Ja, wir können speichern, okay. Ui. Rotes Kraut. Was? Hä? Ach so, kann man hier... Hä? Okay, ich weiß jetzt nicht, was man da machen muss, aber ich gehe mal davon aus, dass...
Oh, das ist für irgend so ein Untersuchungs... Kommt er hier durch, ist die Frage. Ich weiß es nicht, wir gehen mal hoch. Es war so klar, ne? Nein, nein. So, deine gesamte Schläfe, dein alles ist auf bei dir. Benutzen. Ja, prima. Der wacht nochmal auf, ich sag's euch. Ah, das ist ein anderer, lol. Willst du mich verarschen? Ernsthaft, das gibt's nicht, ne? Digga, du hast gar nichts mehr. Ach, Digga, der ist auch noch am Leben. Was zum Teufel? Boah. Ja, okay, wir haben 34 Schuss, das sollte passen. Oh mein Gott, die lebt noch, oder? Oder? Noch nicht. Noch mehr, danke. Jetzt haben wir 45. Nee, warte, was? Okay, wir rechnen 49, oder? Warte mal, 2F. Ja, bevor wir ganz hoch gehen. Nee, warte mal. 29? Nee, 39, so rum. Man's Locker Room. Ah, da weiß ich. Da ist auch noch ein Zombie drin, aber in einem Schrank. Da müssen wir... Oh, oh, da ist ein Zombie drin. In dem... Oh mein Gott. Ich hab mich trotzdem so erschrocken, ne? Digga. Ernsthaft, also... Nochmal. Jetzt. Tragbaren Tresor drücken, Knopf in der sprechenden Lampe. Was? Schon der Tresor. Die Köpfe müssen bestimmt dreifach gedrückt werden. Wir gehen alle nach Maus und sie müssen wieder von vorne anfangen. Ah. Ja, ganz ehrlich, die Flintenmunition. Hm. Können wir die wieder da reinlegen? Natürlich nicht. Wichtiges Objekt. Ja gut, die Flinte, die haben wir ja noch nicht, ne? Wegwerfen, komm. Ja, bringt ja nichts. Also, warte mal. Probieren wir es mal aus. Untersuchung. Also. Taste wählen. 2, 1, 2, 3, okay, schade, ne. 1, 2, ach Quatsch. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Digga, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3, okay, 1, 2, 3, 4, okay, 1, 2, 3, 4, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh mein Gott. Ich bin so schlau, ne? Auch gut. Moni. Oh, okay, das ist nice. Das ist nice. Da können wir direkt in die Waffenkammer mit. Oder in die, ja, in die Waffenkammer. Oh oh, jetzt geht's hoch in die Horroretage, Dachboden. Noch mehr Munition. Und jetzt haben wir 46. Warum ist hier... Egal. Ich frag einfach nicht. Ist besser. Zack. Keine Ahnung. Gut, dann gehen wir weiter.
Blauer Schlüssel. Okay, das ist nice. Ja, nee, Quatsch, das hier. Den brauchen wir auf jeden Fall. Wir könnten ja mal eben zurückgehen, oder? Wobei, wenn wir schon hier oben sind, dann clearen wir hier alles, wisst ihr, dass wir... Hier ist einer. Irgendwo hier ist einer. Was zum... Was? Oh. Bevor wir die Tür aufmachen, noch mal kurz vorbereiten, mental. Okay. Ah, okay, da geht's weiter. Digga, was für eine Puppe. Oh, oh. Warte mal. Okay. Da geht's auf jeden Fall. Wir clearen das hier erstmal, würde ich sagen. Ammunition ist da noch. Ah ja, wenn wir da reingehen, da ist, glaube ich, die Bibliothek, kann das sein? Ja, doch, ich glaube schon. Tschüss, C4, Digga. Auch gut. Auch C4. Dieser Konzern wirklich hat was. Geldte abgedreht. Hat nicht viel getan, aber. Ich habe die Dreckschweine mit dem C4 per Stahlfähigkeit. Digga, was? Ich glaube, der war ein bisschen krank. Gürteltasche. Oh mein Gott, danke. Da können wir gleich da hinten nochmal hingehen und das... Nicht sprinten, bloß nicht. Ganz ehrlich, in Horrorspielen, wenn man sprinten kann, nix gut. Das Gore nix gut. So, Schießpulver, können wir das nicht kombinieren? Ja. Wir kommen in die Bibliothek, wetten. Ja. Leon, Marvin hier. Komm so schnell wie möglich zurück. Alles in Ordnung, Marvin? Ich möchte dir was zeigen. Ist wichtig. Verstanden, ich bin sofort da. Ich glaube, sie haben Hunger. Die arme Frau da, ne? Fick dich. Kommen die Leiter hoch, ist die Frage? Nee, ne? Wo ist der? Ach, da. Kommen die Leiter hoch? Das würde mich... Nein, kommen die nicht, okay. Oh fuck, ich muss runterklettern. Oh nein. Ah, da gibt's eine Treppe, der lebt auch, das weiß ich.
aus diversen Gründen. Ihr wisst warum, weil es immer so ist. Wohin mit dir? Aber da merkt man auch, ich habe dieses Spiel, ich weiß nicht, wann es rauskam. Lass mich mal kurz gucken, wann es rauskam. Ich habe es, als die Demo rauskam, gespielt. 2 Remake Release. Ich glaube 2019. 25. Januar. Und ich hatte dazu so ein Livestream-Video gesehen, sowas, was ich hier mache. Ich werde das ja später noch auf YouTube hochladen. Ja, genau, wenn wir hier weitergehen, dann ist hier einmal die Eingangshalle. Auf jeden Fall, da hatte ich mich als Zuschauer, da war ich aber, ich glaube, 3 Jahre jünger, wirklich, aber richtig gegruselt. Ach, Digga. Willst du mich? Und wenn ich das jetzt so spiele, merke ich, es ist an gewissen Stellen immer noch, klar, beängstigend oder gar gruselig. Aber man hat nicht mehr dieses, man hat richtig Angst davor, dass man nicht da reingeht, weil man irgendwie denkt, das ist Realität, aber trotzdem weiß, es ist nicht real. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, Digga, ihr beide lebt doch auch schon wieder. Wir haben 44 Munition. Ja, gut, sollte passen. Kommt, einmal. Oh, das ist ein Messer. Kampfmesser, und was ist das? Standard Militär. Ah ja. Okay, die kann man nicht kombinieren anscheinend. Hm. Ja, egal. Digga, er ist einfach ausgelaucht bis auf die Exit. Ah, hier geht's zur Eingangshalle, ne? Können wir da den... Aha. Ich hoffe, wir können den mehrmals benutzen, ne? Können wir? Ja. Oh, danke. Och, du, Digga, wie oft? Ah, nee, das ist ein... Oh mein Gott, das ist so... Das ist so ein Biggie, Big Bongo. Nichts gegen etwas breiter gebautere Menschen. Aber als Zombie halt ihr einfach stark. So, kommt mit. Der lebt. Was meint ihr? 10 Sekunden? 20 Sekunden, wann wacht er auf? Digga, kein Mensch wird so überleben, wenn ihr guckt, ganzes Ding, der hat nicht mal eine Schläfe oder wie das Ding nochmal heißt da oben. Der Bereich, der. Ich glaube, die kuscheln zusammen. Was ich mich halt frage, wofür muss man das verschieben, wenn man da so hinkommt? Naja. Ah, ne, den kann man. Ah, lol. Die brauchen wir gar nicht verschieben. Ja, ist jetzt ärgerlich, aber egal. Oh nein, oder? Ach, kann man den nicht? Oh nein, habe ich aus Versehen den jetzt? Ah, egal. Der wacht auf. Sag's, wie es ist. Ah, ich weiß, was für ein Raum es war mit der Statue, ne? Ja. Kann man sich dumm und dämlich probieren. Obere Stockwerke. Ah. Oh. Ah, okay, hier geht's. Ja, okay. Gut. Schießpulver können wir kombinieren. Dann haben wir nochmal. Perfekt. Rotes Buch, das brauchen wir auch noch. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder zu dem Dude hier. Es ist cool, dass es mal ein Museum war. Perfekt. Da bist du ja. Komm her. Siehst du das? Ja. Ich wusste, sie schafft's. Du kennst sie? Ja. Sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. In Ordnung. Danke, Lieutenant. Ich glaube, der wird auch zum Zombie.
meine ja nur so. Das klingt nämlich nicht so gut, was er da für Geräusche von sich gibt. So, da ist die Tür. Ja, genau, die wollte ich nämlich aufschließen. Prima. Ja, nice. Ja, genau, das war nämlich die, genau. Da brauchen wir den grünen Schlüssel für. Okay. Da sieht man nicht, für welchen Bereich man welchen Schlüssel braucht. Gut, dann würde ich sagen. Gibt's hier ein Storage oder so? Also für die müsste es eigentlich. Ich kann mich erinnern, dass es einen gibt hier, ne? Ja. Ja, prima, genau. Perfekt. Verstauen. Ersatzteil. Wir könnten direkt zur Waffenkammer einmal gehen, ja. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen mehr, Dingsbums. Wie heißt das? Wenn jetzt hier wieder einer aufwacht, ne? Ehrlich, dann sag mir nicht, das war wirklich der hier, ne? So, benutzen. 2, okay, nice. Ach, wir hätten das verschieben können, ne? Egal. 208 102. Na, Schießpulver ist jetzt nicht so. Und jetzt 208. Du kannst ja einfach drauf tippen eigentlich mit dem Finger, ne? Sollte es gehen. Ja gut, das brauchen wir beides nicht. Egal. Nehmen wir einfach mit. Es läuft erstaunlich flüssig, finde ich. Also. Ach nee, Quatsch, wir haben ja gar keinen. Ich habe ja gar keinen Bildtracing an. Toll. So, die Treppen hoch, sagte der Dude, ne? Ja, da folgendes als Erklärung: da stößt gleich ein Helikopter rein, löst Alarm, Feueralarm aus und das lockt alle Zombies geführt an. Das ist. Ja. Auch interessant, dass das Wartezimmer einfach hier ist. Naja. Oh oh. Ach, du willst mich doch echt verarschen, ne? Dann leg ich den Schlüssel einmal weg, ne? Einmal. Und dann braucht man den. Ehrlich. Manchmal willst du mich wirklich verarschen. Glaub's echt nicht. Achso, kann man eigentlich. Hä? Achso, lol. Achso, die haben das einfach verbarrikadiert. Wir werden nochmal speichern, denke ich mal. Film, ja. Ah, ich weiß, ich denke mal, in diesem Darkroom kann man den entwickeln, ne? Wo war der nochmal? Dunkelkammer, ja, ja. Was ist das? Waffenschrank. Digga. Achso, nee. Den, ja. Auch gut. Oh, vor 20 Minuten war das letzte Sprechern erst. Jetzt haben wir den Schlüssel gar nicht mitgenommen. Zur Info, ich werde das Ganze nochmal definitiv auf YouTube publishen. Ich weiß noch nicht, ob ich es cutten werde. Cutten, so rum. Ich weiß nicht, was ich. Und ich weiß nicht, ob ich es cutten werde und das. Oder ob ich das so einfach als Livestream hochladen werde. Also als Reupload quasi. Nur Cutting kommt vielleicht sogar ein bisschen besser an. Bisschen alt. So. Ja, wie viele Tresore. Stadtbücher, willkommen. Das war so für Brücke. Ja. Das Waisenhaus, stimmt. Oh Gott, die Story mit dem Waisenhaus, ja, ja. Bin so interessant, wie es in den Games immer regnet. Kann man? Nee, kann man nicht. Was? Missing 12-year-old discovered in Raccoon City. Was? Missing 12-year-old discovered in. Ist das Englisch? Ich weiß es nicht. Was ich sagen wollte, ist. Nee, jetzt weiß ich gar nicht mehr, egal, wir gehen einfach weiter.
Und weiter geht's. Mit der Horror. Wo müssen wir hin? Ah, okay, hier ist der Kunstraum. Ich würde sagen, wir gehen nicht zum Kunstraum, sondern direkt dahin. Oh oh. Ja. Das. Und zwar, wenn dann kommt ein Feuer. Oh oh. Hey. Leon? Da unten ist sie. Claire! Warte! Ich bin gleich da! Okay! Claire! Ich bin so froh, dich zu sehen. Wie geht's dir? Der Helikopter kam wie aus dem Nichts. Bin noch in einem Stück. Ich schätze, du hast keinen Schlüssel in einer deiner schicken Taschen. Mir leid. Nein. Aber wie geht es dir? Weißt du, ich schlag mich durch. Das ist gut. Okay. Ja. Neues in Sachen Bruder? Nein, noch nicht. Claire, nicht aufgeben. Ich bin sicher, wir finden ihn. Oh mein Gott. Oh oh. Mist. Du weißt, was das heißt. Ja. Essenszeit. Claire, du solltest gehen. Sorg dich nicht um mich, Leon. Kümmere dich um dich selbst. Oh oh. Er verschwinde hier. Jetzt! Hey, lass uns das durchstehen. Beide hier. Shit, wir müssen die Dings. Marvin, ich hab hier ein Problem. Ich bin von Zombies umzingelt. Marvin, hören Sie mich? Marvin! Ah, oh mein Gott, okay, das ist nice. Verdammt! Ah, hier sind wir, lol. Digga, nicht ihr schon wieder, ja? Wir hauen jetzt einmal ab. Ach, Digga. Er kommt aber auch aus dem Nichts, ne? Wir können hier nicht durch. Das ist nicht euer Ernst, oder? Oh mein Gott, ich dachte, wir könnten einmal... Digga, du Asiate, Alter. Geiler Typ. Warte, was? War es hier nicht mal heller? Egal. Ja. Verdammte Scheiße. Ich habe hier ein paar Nachrichten bekommen. Hä? Ach, der ist schon wieder aufgewacht, der Penner. Das ist ein anderer. Digga, ich vergeude hier alles an Munition wegen dir, ja? So, gucken wir mal kurz. Ich will mal kurz ein paar Nachrichten beantworten. Der Typ bewegt sich wieder, das weiß ich jetzt schon. Ich muss mal kurz, so.
Ah, hier müssen wir hin. Weil hier ist noch ein... Ach, der Typ. Digga, es kann nicht sein... Okay, der rattert da immer noch rum. Es kann doch nicht sein. Okay, das ist nur... Der ist cool gepaced. Oh mein Gott, der Arme, ne? Hm. Ach, das waren so Feuerdinger, ne? Aber auch gut, dass einfach... Er sitzt hier und da wäre der in Gang. Lass uns das direkt mal zumachen. Ach ja, Digga, ich wusste es doch. Ehrlich. Sag nicht, du lebst immer noch, ja? Digga, ah ne, ich dachte... Digga, wer der Typ, der lebt immer noch, ne? Oder was heißt lebt? Zombies sind ja totlebend, wie auch immer. Oh mein Gott. Okay, nice. Oh nein. Das ist nicht so gut. Ah, okay. Wir können aber kombinieren. Das heißt da. Und die können wir kombinieren mit den Wurfobjekten. Gibt es hier eine Granate, glaube ich, ne? Geil. Eine Blinkgranate. Wer bist du denn eigentlich? Bist du ein Businessman oder so? Ah. Keine Ahnung. Oh. Oh mein Gott, danke, nice. Gut, dass da nicht irgendwie zwei Zombies, ich hätte das nicht sagen sollen, durchkommen, aber da können wir gleich entriegeln. Ja, okay, nice. Das brauchen wir für die Sicherung da vorne. Das brauchen wir auch. Oh mein Gott, das ist für oben. Okay. Alter, geil. Schießpulver, gelb. Oh mein Gott. Digga, das ist jetzt nicht deren Ernst. Den brauchen wir hoffentlich nicht mehr. Weil da ein Haken dran war. Ich werf aber so Schlüssel weg. Ist das Büro Ostseite? Okay, keine Ahnung. Ob das jetzt Sergeant ist oder so. Ich weiß, also... Da kommt jetzt safe ein Zombie. Ah, hier sind wir. Und benutzen. Boom. Okay, nice. Oh mein Gott, wie laut der... Wo ist Marvin? Er ist tot. Nein. Oh mein Gott. Er lebt noch. Oh nein. Marvin, noch. Kann man auf ihn? Digga, was? Okay. Gut, wir haben insgesamt 50 Schuss. Das sollten wir doch zu unserem Vorteil nutzen. Ach so, ja. Was ist denn jetzt unsere Mission, hä? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ach so, wir müssen da wieder hoch und dann... Ah, da sind... Ah, lol, da sind Holzbretter. Ach so, jetzt verstehe ich... Ja, da müssen wir das noch alles... Ja, ah, Pausenraum haben wir... Ja, okay.
Dann würde ich tatsächlich sagen, warte mal. Digga, was ist denn das? Ich guck gerade mal, bei Dings. Okay. Ja, dann müssen wir da wieder hin. Da lebt einer. Lebst du wieder? Nee. Ach, das, die Geräusche kommen von draußen. Ah, lol. Das ist nice. Okay, ja. Dann weiß ich ja direkt, wo wir das stopfen können, das Loch. Um alles nochmal ein bisschen sicherer zu machen. Da vorne ist einfach noch offen, aber egal. Ah, das sind diese Manfred-Dinger. Perfekt. So, jetzt müssen wir hoch. Gut, warte mal. Ah ne, dran können wir nicht. Wo ist Claire hin? Egal. Oh mein Gott, Digga. Wer ist er denn? Er ist einfach Ghost... Ghost Runner, was richtig? Weiß ich nicht. Nee, Ghost Rider, nicht Runner. Geil. Digga, der Typ ist... Okay, das können wir nicht ausmachen. Oh, fuck, okay. Yo! Digga, das brennt ja noch mehr. Kann das sein, dass der nicht tot ist? Egal. Digga. Scheiße. Ehrlich, wer hat sich das ausgedacht? Man erkennt nicht mal richtig die Köpfe. Okay, der lebt noch. Gehen wir kurz mal ein bisschen weg, dass er nochmal wieder auferstehen kann. Der lebt nicht mehr, der hat keinen Kopf mehr. Der ist kopflos. Aber wir kommen jetzt. Ich würde sagen, wir gehen in den Kunstraum, weil da gibt es keinen. Ja. Ja, er hat noch gelebt. Er lebt immer noch. Was zum? Ach ja, Digga. Ehrlich, wie oft willst du noch leben? Ich glaube, jetzt ist er tot. Aber ich glaube es auch nur. Kann ich... Ach so, nee, da müssen wir draufklicken. Okay, gut, dann lassen wir das mal erstmal. So, der rote Stein. Oh, wieder einen schwarzen... Ah, ja, lol, das sind... Weapons Locker K. Och, Digga, das ist doch jetzt nicht mal... Okay, aber das ist nice. Da oh mein Gott, wir kriegen die Pump. Fällt mir gerade auf. Oh mein Gott. Okay, ah, wir müssen... Ach, Digga, das kann doch jetzt nicht wahr sein, ne? Kombinieren. Ach, da brauchen wir zweimal hochwertiges Schießpulver, ne? Ja, komm, ganz ehrlich, also... Ich glaube, das war jetzt ein Fehler, aber... Es hat einfach rein gar nichts geändert. Hä? Lol. Oder muss man irgendwie die Reihenfolge oder so ändern? Hä?
Ah, als sollte er etwas halten, ja. Ach, und dann kann man das einfach austauschen. Ach so, da muss man dann... Ah, okay, wenn man etwas gefunden hat, I guess. Gut, dann gehen... okay, da müssen wir über das Chefbüro. Also quasi übers... Lol, Q, einfach Turnarounds. Über... Vom Captain, okay. Ach so, nee. Ah, okay, wir können hier gar nicht weiter. Okay, lol. Ja, dann. Würde ich sagen. Aber der Raum ist hier noch am besten, ne? Oder auch eben am hellsten. Am fröhlichsten, sag ich mal. Boah, ich weiß nicht, wenn ich in so einer Zombie-Apokalypse wäre. Ich hätte sehr viel Schiss, dass ich gefressen werde, ehrlich. Also, er lebt noch, okay. Ach so, lol, warte, wir haben noch die... Dann gehen wir jetzt da hinten hin. Ja. Ich habe immer Angst, dass hier auf einmal doch ein Zombie ist. Kann man ja... Man sollte sich ja nie sicher sein, so wie die hier reinkommen, alle. Gibt's hier irgendwo... Gut, hier könnten wir auch aufmachen eigentlich. Ach, Digga. Warum sind überall eigentlich immer irgendwelche Zombies? Jetzt mal ernsthaft. Weapons Locker Card, perfekt. Nice. Ui. Boah. Das ist nice. Ich würde sagen, die benutzen wir aber nur im, ich sag jetzt mal Notfall. 208. Ach so. Stimmt. Oh mein Gott. Ja, 203 können wir ja nicht. So, und dann haben wir noch das. Da müssen wir nach oben für, ja. Ich hoffe, die können die Barrikaden nicht zerstören. Sonst haben wir ein Problem. Woher? Ah, ich hab doch gewusst, dass die Alte lebt. Ja, sag ich doch. Ah, lol, wir hätten da den, wir hätten den Film mitnehmen können. Was zum Teufel? Aber ich weiß halt nicht, ob man den entwickeln kann. Warte, wir sind auf 2F. Doch, das war richtig. Lol. Ja, prima. Nice. Hä? Hallo? Ah. Ja, wir stellen uns duschen. Oh. Digga. Der wird auch uns anspringen. Oder auch nicht. Los, Sir. Are you Alif? Ne. Da kommt alle raus. Doch nicht. Surprise. Also, es ist... Aber... Okay. Glück gehabt. So, jetzt kommen wir... Stars Büro, Rüstungskammer, Wäschekammer. Ah, und da ist dann wieder der Aufenthaltsraum. Stimmt, der war gesperrt. Ja, die war gesperrt. Ja. Okay, und los. Let's go. Ernsthaft? Okay, Digga, tschüss, der hat kein Bein mehr. Wie brutal will es sein? Capcom, ja.
Boah, Digga, was ist mit euch? Erschreckt mich doch nicht so. Alter, Junge, du, ihr ver... Oh mein Gott, ihr ver... Boah. Jo, Alter. Wollt ihr mal meinen Puls wissen? Ich hab meine Uhr. Digga, 100, 152 BPM, Alter. Oh mein Gott. Oh, erschreckt mich doch. Junge, Alter. Digga, sind das die aus Half-Life oder was? Yo, warte, was? Yo. Nein, oh mein Gott. Wir brauchen ganz schnell Highspray. Ah, okay. Oh mein Gott. Oh, Digga, sind das solche Art Mutanten, sag ich mal? Oh nein, die, wenn es die hier gibt, ne? Special Tactics and Rescue Service. Bruder, das können die doch nicht mit mir machen, ehrlich, ne? Digga, ich hab mich so erschrocken. Ich hab mich so erschrocken. Da. Okay. 98. Digga, war das nicht... War das nicht der Release-Datum von dem originalen Resident Evil 2? Warte mal. Resident Evil 2 Release-Date. 21. Januar. Okay, doch nicht. Weil ich hab nur 98 im Kopf. Warte mal, hitzebeständiger Tresor mit drei Zahlen, Schloss vom Stars Büro in 2F ins Büro Westseite 1F verlegt. L9, R5, ja. Ach so, 9,5. Ach so, okay, ja. Ja, macht das Sinn, nur wenn man dann immer L und dann. Ne? Noch mehr Flintenmunition. Yes, nice. Digga. Flashbang. Vor allem, was bringt einem das bei Zombies, frage ich mich. So, die. Ich glaube, die riechen. Oh mein Gott, warum haben wir das eine nur weggeworfen? Ach, das ist. Das ist dieses mit diesem. So, ja, das ist dieses mit dem, so die managen alles und so in der Region. Hier, wo welche Polizeidinger hingehen und so. Lol. Wie geil. Computer. Dongle Key into the USB-Port. Ach so, wir müssen. Okay. Also kommen wir im Stars-Büro nicht weiter, ja. Okay, I see it. Ich hab jetzt gerade ein bisschen Schiss, dass wieder dieses Ding da. Alter. Das kam aus den Lüftungsschächten. Oh mein Gott. Also aufs Gehirn zielen. Ja, Wäschekammer. Ah, da können wir gar nicht rein, ne? Okay, lila nach Schlüssel. Wir kommen wieder. Okay, hier ist safe. Okay, geil. Danke. Bei der Statue. Digga. Ach du. Digga, was ist denn mit euch? Ihr habt die ganze Zeit nicht gelebt. Warum jetzt, hä? Wer seid ihr, frage ich euch, ehrlich. Seid ihr irgendwie, seid ihr irgendwie Superman oder so? Ich weiß aber nicht, ehrlich gesagt. Also das Verschieben, das macht keinen Sinn, hä?
So, hä? Guck mal, ja, man kann das hierhin verschieben. Fertig. Willst du mich verarschen? Digga, was ist denn deine Mission? Sag mir mal bitte, was deine Mission ist. Ja, jetzt treffe ich auch nicht. So. Bist du jetzt zufrieden? Digga. Ja, dieser Typ, ne? Ah, okay, dafür brauchen wir... Ja, okay, ich... I'm ratlos. Naja, wir gehen zurück wieder. Wohin ging nochmal... Achso, da war Aufenthaltsraum, ne? Einhornstatue. Wagenheber, ja, brauchen wir aber noch nicht. So. Ich würde sagen, gucken wir mal kurz, wie es dem Marvin geht oder ob wir ihm irgendwie helfen können. Der atmet nicht mehr. Oder? Dem geht's noch gut. Ich glaube, er wird sterben. Ich frage mich, wie. Ja, man tritt im Blut, aber blutige Fußabdrücke. Ich kenne. Oder aus. Ich weiß nicht, aus Star Wars die Szene. Er wird angeschossen, also aus Star Wars Episode 7, ein Sturmtruppler oder von der ersten Ordnung halt, wird angeschossen oder halt erschossen, wenn man so sagen kann. Aber er hat auf einmal Blut an den Händen, so als. Aber er wird komplett woanders angeschossen, so wisst ihr. Ich denke mal, irgendwo wird es Sinn machen, ja, aber naja, da genau da oben wollte ich mal hin. Ich wollte mal kurz gucken, weil wenn die sich öffnet, darunter soll wohl die Kanalisation sein. Dafür brauchen wir, glaube ich, drei Rubine. Drei Medaillons, okay. So, hierfür müssen wir. Ach, das ist. Okay. Ach, das ist so ein Zahlenkombinationsding, ne? Wollen wir alles einfach ausprobieren? Warum muss es eigentlich immer regnen, ehrlich? Akten. So, Stars Büro. Okay, da können wir. Warte mal. Ach, da können wir doch direkt hin. Stimmt, der war ja direkt hier. Wenn jetzt hier wieder ein Zombie lebt, ne? Lebst du? Nein. So. 9, 15, 7. 9, 15, 7, ja. Also. 9, 15, 7. Hä? Ja, oder wie muss ich das machen? 9? Nee, hä? Ach so, warte mal, ich muss das in einer Linie, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie die alten Dinger funktionieren. L9, R15, L7. Nach links, okay. Quatsch. Ach. L9. R15. L7. Ah, da, ja, so gingen die Dinger. Ah ja, Gürteltasche. Da haben wir noch mehr frei. Das ist nice. Da können wir noch mehr Ammunition mit rumtragen. Gucken wir mal. Aktenraum, da kommen wir noch nicht rein. Da brauchen wir einen grünen Schlüssel. Schließfachterminal, genau. Da müssen wir auch noch das dritte Dings finden. Hier ist noch ein offenes Fenster. Da könnten wir direkt... Na, nee. Kein Bock, da jetzt noch rumlaufen zu müssen. Aber wir können... Wir könnten... Doch, wir könnten hier rein. Stimmt. Wir haben ja jetzt einen Bolzenschneider. Der Typ da. Ne, da gehe ich jetzt nicht lang. Da müssen wir anders rumlaufen. Diese Musik, ne? Ich weiß nicht, ob ich das Game so laut gedreht habe, dass ihr die Musik auch hört, aber da kommt immer wieder dieses. Diese creepy Musik, wisst ihr? Achso, da hätten wir einfach reingucken können.
immer darauf achten, dass hier... Hauptsache, der Helm fliegt weg, ja. Digga, es haut ihn einfach um. Oh nein. Oh, das ärgert mich immer so. So, benutzen. Ach, der Typ, der tut mir leid, ne. Denk mal, der stand hier, wurde so angefallen. Wer denn, der Typ lebt noch? Warum kommt da eine Musik und warum sind da Kratzspuren? Ah. Was zur Hölle? Was zum? Ja, wirklich was zur... Ehrlich? Oh nein, und wir haben hier vorne verbarrikadiert. Oh mein Gott! Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Schön, dass hier ein... Uns geht's noch gut. Okay, wir sollten vielleicht mal demnächst hier rüber gehen zu den Toiletten. Da gibt's nämlich noch ein Heilungsspray. Oder Erste Hilfe. Ah, hier kommen die durch und wir haben kein... Oh, oh. Ach, Digga, was ist denn mit euch? Oh mein Gott, was? Digga, ihr wart doch am Anfang nicht da, ja? Wir haben keine Munition mehr, Leute. Oh nein. Oh mein Gott, was? Fuck. Ich hätte das wirklich nicht sagen sollen mit den... Ich habe eine Idee, und zwar, wir öffnen das. Oh mein Gott, Digga. Okay, hier haben wir zumindest, hier können wir... Elektronikgerät. Dafür brauchen wir einen roten Schlüssel. So, wir gehen jetzt zurück. Ich lasse es mal für heute dann dabei. Oder ich belasse es dabei. Kann schon nicht mehr reden. Ich habe sowieso noch eine Verabredung zum Zocken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ihr könnt auch gerne, falls ihr irgendwas verpasst habt, auf YouTube vorbeischauen. Oder generell auf YouTube vorbeischauen. Als ich verlassener ist, müsste auch auf Twitch verlinkt sein. Genau. Dann würde ich sagen, wie gesagt, bis morgen, denke ich mal, ja. Und ja, ciao.